Ja, guten Morgen allerseits. Hier ist das Wetter auf Gran Canaria, 18. März 2020, morgens 9:31 Uhr. Ja, ihr seht, das Wetter kann kein Wässerchen trüben, kann man gar nicht anders sagen. Es ist einfach herrlich. Aber für alle die, die noch nicht mitbekommen haben, wir haben seit Samstag hier auf Gran Canaria Ausgangssperre. Darum hat der Harry Hurtig mich gebeten, mal von meinem Balkon aus das Wetter zu zeigen, weil sonst seht ihr immer nur dasselbe. Also ist so, wir haben Ausgangssperre, wir dürfen nur aus dem Haus, und das ist wirklich wahr, wenn wir zur Arbeit gehen, natürlich auch zurückkommen, klar. Wir dürfen nur raus, wenn wir zum Arzt oder zur Apotheke oder zur Drogerie wollen, zum Lebensmittelladen, zur Bank, und das war's auch schon. Wir dürfen eventuell tanken, wenn wir belegen können, dass wir eben halt das Auto beruflich brauchen. Des Weiteren darf man nicht mehr mit mehr Menschen fahren, im Auto fahren als zu zweit. Sollte man eben halt dann zu dritt oder zu viert im Auto erwischt werden, ist kein Scherz, eine Strafe droht von über 1000 Euro. Wenn wir Gassi gehen mit unserem Lieblingshund, dann dürfen wir das nicht zu zweit tun, das dürfen wir lediglich alleine. Der Sinn und Zweck des Hinter oder Hintergrund der ganzen Geschichte ist, und deswegen ist es vielleicht auch nachvollziehbar, deswegen ist es auch erträglich, ist die Tatsache, dass eben halt, ja, man soll halt den Kontakt eben vermeiden, und darum geht es bei der ganzen Geschichte, um einfach dem Coronavirus keine Chance zu geben, sich weiter zu verbreiten. So, das war jetzt mein erster Bericht. Ich habe jetzt 2 Minuten, wie versprochen, für Harry Hurtig fertig gemacht. Ich hoffe, ihr könnt das so verstehen, was ich gesagt habe. Und ich hoffe auch, dass das für Harry zum einen in Ordnung ist und zum anderen für euch. Ich wünsche euch alles Gute. Ganz im Ernst, bleibt einfach gesund. Dankeschön. Tschüss.